Mahlzeit, meine lieben Bonsai-Freunde und Gartenzwergbesitzer. Ich bin's wieder, euer Rolf, und heute, ja, was machen wir heute? Die Anfänger würden sagen, eine Waldgestaltung. Es ist natürlich eine Gruppengestaltung, ganz klar. Ich habe mir 7 Bäume besorgt, und zwar Hainbuchen. Das sind die schönen Bäume. Ich habe die letzte Woche auch schon über Facebook gepostet und mir noch mal ein paar Tipps geholt. In der Zwischenzeit war noch mein Arbeitskreis diesen Monat. Und dort habe ich mir natürlich auch noch ein paar Tipps geholt. Ganz klar. Und ich hatte erst die Befürchtung, dass die Schale viel zu klein ist. Ist sie aber nicht. Die Bäume werden da wohl reinpassen. Ganz klar. Und wir werden heute damit loslegen. So, dann zeige ich euch mal die Bäume, würde ich sagen. Ich kurbel mal runter. So. Geht's noch weiter runter? Ja, so ein Stückchen. Ja, gut. Also, was sehen wir? Auf jeden Fall schon mal Fehler Nummer 1. Wie jetzt Fehler Nummer 1? Ja, wie ich bei der Bonsai-Schule enger war, habe ich nicht über die Gruppenpflanzung nachgedacht, nicht so wirklich, sondern habe einfach nur eine Schale gesucht. Das heißt, diese Schale hier ist im Grunde genommen schon viel zu hoch. Ganz klar. Für eine Wald- und Gruppenpflanzung sollte die Schale ziemlich flach sein. Also auf jeden Fall flacher wie die Schale. Und naja, es ist, wir nennen das Kind jetzt ein bisschen anders. Das ist eine Trainingsschale, ne? Also weiß Bescheid. Gut, ja, wie ihr seht, sind die schon fleißig am Austreiben. Und im Grunde genommen ist es schon fast zu spät. Im Grunde genommen ist es schon fast zu spät. Aber wir werden es trotzdem machen. Ich habe mich also schlau gemacht. Also meine Leute über den Arbeitskreis, die meinten alle, ja, wenn man nicht so viel an den Wurzeln macht, geht das schon noch, auf jeden Fall. Gut. Und deswegen habe ich mich entschlossen, das jetzt noch zu machen. Es ist gerade ein Tag später. Und ja, wir werden auf jeden Fall jetzt dann mal eben die Erde hier abmachen überall. Und dann werden wir ihn einpflanzen, den Wald. Gruppe. Entschuldigung. So, los geht's. Und wie immer, meine Handschuhe. Ja, die letzten paar Wochen waren ziemlich actionreich, kann man sagen. Ich musste ziemlich viele Bäume umpflanzen dieses Jahr. Aber das werdet ihr anhand der Videos alle schon gesehen haben, denke ich mir mal. Bei ein paar ausgesuchten habe ich euch dabei sein lassen. Bei anderen nicht. Und ich sag mal, wir haben so das Highlight haben wir jetzt gemacht. Hoppala. Mein schönes Schild. Die Highlights haben wir jetzt so gemacht. Und ja, gut. So, also Erde ab und los geht's. Ne? So, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Ja, auf jeden Fall schön durchwurzelt. Und jede Menge Unkraut drin, wie immer. Das gibt es hier immer gratis. Dabei möchte ich das gar nicht haben. Also, gibt es auch Bäume ohne Unkraut? Glaube nicht. Tja. Nicht so viel an die Wurzeln machen, ist leichter gesagt wie getan. Fällt mir gerade so auf hier. Muss ja erstmal irgendwie rankommen, wenn die Erde los wird. Das geht deutlich kleiner, ja. Bin ich schon mal gespannt. Also ich möchte mal sagen, der ist schon sehr gut eingewurzelt. Das ist schon echt Granate hier.
Also nicht viel an die Wurzel machen ist relativ, ne? Wenn ich dazu sagen darf. Also wir müssen ja auch schon ein bisschen was von den Wurzelballen loswerden, ne? Also so ist ja nicht. Sonst bringt uns das Ganze nicht weiter. Bei dem hier geht es schon deutlich einfacher. So, wo habe ich die Hainbuchen her? Die habe ich von der Bonsai-Schule Enger. Die habe ich mir am 23. oder 24. März da gekauft. Und da war ich dann auch, nachdem ich kurz. Mein Gott, ey. Kurz nachdem ich in Holland war, war ich da. Die hatten ja Blütenfest und da wollte ich halt auch mal vorbeischauen. Und ja, da habe ich auch einiges gefunden und habe das dann auch mitgenommen, unter anderem diese hier. Wollte mir selber mal einen Wald zusammenstellen und da die Hainbuchen recht einfach zu pflegen sind, habe ich mir gedacht, machen wir das auch so. Ja, so komme ich zu meinem Hainbuchenwald. Ja, das hat der ganze Spaß gekostet. Mit der Schale, mit der Trainingsschale, roundabout 120 Euro oder 130 sogar. Bin bei 6 Jahren angefangen, das ist der größte Baum. Und dann bin ich runtergegangen. Jedes Jahr einen Baum und habe mir dann noch zwei Zweijährige gekauft, um halt 7 zu haben. So sieht dann ein mäßiger Wurzelschnitt aus. Mäßiger Wurzelschnitt, ja, genau. Ein kleines Bäumchen geht das ja noch. Die kann man ja sogar noch fast da so in die Schale setzen. Aber die großen. So, da nehme ich mal vernünftige Anzuchtherde hier. Nicht wie der Scheiß in Holland. Das waren sie. Oh, ich sehe aus wie eine Sau. So. Ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt zum interessanten Teil. Ja, logischerweise holen wir uns jetzt die Schale hier ran und setzen den Baum, den ersten Baum, hier in die Mitte. Ja, denkst du? Natürlich nicht in die Mitte. Natürlich außermittig gepflanzt. Dahin.
Und Nummer 2. Dahin. Der stärkste Baum nicht in die Mitte. Wie ist klar. So. Die hier so festmachen irgendwie. Viermal Draht, ja. Festdrahten brauche ich sie nicht. Mitte. Kollege bleibt da eben stehen. So, meine Fünfergruppe.
Ja, Leute, hier die Bäume zu sortieren. Ja, Leute, hier die Bäume so zu sortieren, dass sie nicht in einer Reihe stehen und dass sie nicht von hinten nach vorne größer werden, sondern von vorne nach hinten. Vorne hin? Quatsch. Also die größte Baum vorne und dann nach hinten kleiner werden. Dabei muss man natürlich auch noch aufpassen, dass man quasi so in die Richtung dann nicht noch eine Linie hat oder in die Richtung eine Linie hat, so wie ich es gerade sehe, sondern wirklich kunterbunt, ne? Das ist echt eine Herausforderung, stelle ich gerade so fest. So, aber und dass die Bäume halt wirklich ja auch genügend Platz haben. Und das willkürlich aussieht, ne? Ja. Willkürlich ist echt witzig.